Ja, heute kommt ein Haul, aber nur ein kleiner. Und ja, also ich war bei Schlecker, Drosbar, ihr Platz. Was war das noch? New Yorker und Pico und Kloppenburg. Also es ist bei jedem eins oder zwei. Dann, also erst fange ich an mit Pico und Kloppenburg. Hier ist die Tüte. Und da habe ich diese Jacke gekauft. Also nur eine ganz normale Strickjacke oder Cardigan, weiß ich, was man dazu sagt. In so einer Farbe. Es ist so ein, naja, nicht ganz braun, aber auch nicht ganz, naja, so ein Braun mit Graustich. Und ja, also die sieht von weitem so aus. Wie meine anderen Jacken, die ich auch habe. Also so halt. Die ist auch bei H&M geplus, halt so, ne? Und die hat gekostet 21,95 Euro. Da hängt leider kein Schild mehr dran. Ja, ich habe ein M. 21,95 hat die gekostet. 21,95. Eigentlich wollte ich die zum Geburtstag haben, aber meine Mutter meinte, ich darf die auch so haben. Finde ich ja toll. Dann war ich bei Schlecker und habe mir von Essence den Cracking Topcoat, Nail Art Cracking Topcoat geholt in Weiß. Weil den habe ich von Biu oder wie man es ausspricht, ich nochmal in Schwarz. Dann wollte ich nochmal in Weiß haben, aber irgendwie die gehen ja so komisch auseinander, oder? Die gehen ja wie der Schwarze hier so auseinander, wenn man es sehen kann. Und hier ist der Weiße. Und die gehen halt so auseinander, aber der Weiße, der geht irgendwie nicht so gut auseinander. Wenn ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist es so ein Weißer, der so wie hier auseinander geht. Hier auch. Ja, dann habe ich mir den halt in Weiß geholt. Muss ich das erstmal wieder weglegen. Und dann habe ich noch von Maybelline ein Forever Strong. Also besser gesagt, den habe ich von meinem Vater bekommen. Er meinte, er hat damit sein Auto lackiert. Also so eine komische Stelle. Also, ah, ist scheißegal. Also, ups. So ein roter. Und es ist die Farbe. Bla bla bla. Hier oben. 287 Rouge Couture Midnight Red. Also 287 Midnight Red. Steht hier oben. Kann man eh nicht lesen, so von daher. Midnight Red. Also ich habe noch keinen roten Nagellack. Und das habe ich auch drauf mit diesen Dings halt. So. Dann von Drosspa, auch von Essence, den Gel Eyeliner. Da. Und ja, in Schwarz. Und das ist die Farbe 01 Midnight in Paris. Und ja, dann habe ich mir noch etwas von jetzt bei ihr Platz im Sternzimmer dabei, weil gerade sind gerade zurückgekommen. Und den hat übrigens die liebe Marie auch. Aber mir ist der komischerweise jetzt zu dunkel. Den Essence Day Natural Concealer. Der sieht so aus. Und hat hier oben diese komische Spitze. Muss man hinten dran drehen, dann kommt es irgendwie vorne raus. Und der ist mir aber ein bisschen zu dunkel. Ich kann euch jetzt mal swatchen. Dann kommt hier, seht ihr die Beule da? Kommt es dann raus? Ist irgendwie gar nicht meine Farbe. Weil sonst habe ich immer diese Eyeshadow, ups. Diese Eyeshadow Base von Essence genommen als Concealer. Boah. Also die Eyeshadow Base von Essence habe ich das immer als Concealer genommen, weil die auch schön hell war, aber irgendwie ist das jetzt mir zu dunkel. Ja. Dann war ich nämlich nicht bei bei New Yorker oder sowas, ich war bei Six. Da haben die jetzt total süße Tüten. Da. Also es geht nicht richtig zu. Ah! So. Dann haben hier oben so einen süßen Herzaufkleber dran. Und da waren halt viele Sachen reduziert auf 2 oder 3 Euro. Warte. Und dann habe ich mir dafür 2 Euro diesen Ring gekauft.
Der hat davor irgendwie 6 Euro oder sowas gekostet. Jetzt habe ich ihn für 2 gekauft. Und dann. Ja, danke schön. Habe ich mir diese. Warte. Mann. Diese Armbänder gekauft. Auch auf 2 Euro reduziert. Ich glaube, die haben davor irgendwas viel mehr gekostet. Halt. Und ja, also es sind diese. So ein braunes. Es hat hier nur so ein paar braune Kugeln dran. Dieses. Das finde ich irgendwie sehr schön. Also ich ziehe die mal an. Ah, wie fest. Das sind eins. Mann. Dieses. Dieses. Boah. Dieses. Und dieses normale goldene. Und die dann, Mann, die alle zusammen für 2 Euro finde ich relativ gut. Boah. Ja. Und das war mein kleiner Haul. Obwohl ich euch ja noch diesen komischen roten Nagellack zeigen wollte. Der sieht geswatcht so aus. Hier unten. Also es ist. Der hier ist nicht so wirklich rot. Der hat so einen. Ja, ich finde, der hat einen leichten lila Stich drin. Also. Ach, scheißegal, ist einfach mal rot mit ein bisschen lila. So. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, schreibt mir in die Kommentare bitte eure Videowünsche. Ich habe keine Ahnung, was ich für Videos machen soll. Überhaupt keine Ahnung. Ich sehe nämlich gerade so ein bisschen aus wie ein Straßenpenner. Ich habe mich nämlich von Englisch schon abgeschminkt gehabt. Und dann meinte, hoppala, meinte mein Bruder, ja, wollen wir nicht in den Sternzeitern gehen, Mama kommt gleich. Und dann, oh, das ist so scheiße gewesen. Dann habe ich keine Zeit, mich zu schminken, dann bin ich einfach so gegangen. Und dann habe ich auch noch diesen Pulli an. Und ich sehe so leicht aus wie ein Straßenpenner. Aber egal. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt die Video, Wünsche, alle Wünsche, mir scheißegal, Hauptsache irgendwas. Außer Roomtour, das wird jetzt ein bisschen verschoben. Weil mein Zimmer hier im Hintergrund, die Wand hier wird noch gestrichen. Also das will ich jedenfalls, weil es mit dem Bett total scheiße aussieht. Dann brauche ich noch diesen kacken Schminktisch. Dann will ich da den Sessel noch was machen und das geht mir so auf den Senkel. Und deswegen wird es nicht fertig. Weil meine Wand hat ja ungefähr so eine Farbe. Sowas. Und dann will ich das hier in so einem Grün oder so einem Blau machen. Und das, oh, das wird einfach nicht fertig und deswegen wird die Roomtour etwas verschoben. Etwas, so ein paar Monate vielleicht. Aber ich mache euch auf jeden Fall ein paar Videos von meinem Geburtstag, weil ich in 30 Tagen Geburtstag habe. Mache ich euch ein paar Videos, das wird richtig geil. Ja, okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt die Video. Ich weiß, ich wiederhole mich. Egal, schreibt die Video, wünsche einfach in die Kommentare. Und dann ist schön. Tschüss.